Was geht, Freundin aus dem Bett? Wir switchen rüber und let's rock! Simsalabim, meine Freunde, da bin ich wieder, ne? Habt ihr mich schon ein bisschen vermisst? Nein. Seven vs. Wild, Staffel 4 ist an dieser Stelle damit ganz offiziell. Hatzi, hier drüben! Ich muss ehrlich sagen, ich habe die erste Folge geschaut und die hat mich so ein bisschen an Big Brother und Dschungelcamp erinnert. Und da hatte ich absolut keinen Bock mehr, Mann. Ja. Ich bin so stolz auf dich. Und auch wenn ich die Wörter Alter und Digger liebe. Aber ich habe so das Gefühl, jedes zweite Wort in dieser Staffel besteht aus Alter und Digger. Genehm, Mutti. Und kein Bock mehr gehabt. Und vorab gebe ich euch ein Versprechen. Diese Staffel wird mit Abstand die härteste, und die es je gab. Was ich leider am schadesten fand, jetzt schon am Schwitzen, dass Fritz diesmal nicht mit dabei ist. Also er ist im Hintergrund, aber er ist halt nicht als Kandidat dabei. Und das finde ich sehr, sehr schade. Alter, ich werde es abnehmen, geil. Digga, das ist geil, ich freue mich. Ich freue mich richtig. Fühlst du dich gut vorbereitet? Ja, klar. Und Knossi fehlt mir. Hier. Das T-Shirt brauche ich unbedingt, weil das sieht krass aus. Das Manuel Neuer Trikot brauche ich eigentlich auch. Das habe ich einfach nur, weil es fresh aussieht. Ich habe auch noch ein Ronaldo-Trikot. Aufgeregt. Solange wir nicht abschließen, ist mir alles egal. Na gut, wir reden immer ein bisschen mal um Survival, Überleben, was auch immer. Und was kommt einem da in den Kopf? Richtig, ein Flugzeug abstürzt. Wenn dir das hier gefällt, würde ich mich das sehr freuen. Das Thema ist echt geil, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich gut gemacht mit dem Flugzeugabsturz und so. Und dann da Dinge versteckt und dieser Briefkasten, den er da aufgestellt hat. Das fand ich schon nice. Vielleicht werde ich es auch weiter gucken und vielleicht denke ich dann anders drüber, aber der Anfang kam mir halt wirklich so vor wie Big Brother und Dschungelcamp gemischt und halt diese ganzen Digger, Alter, Bro. Einige Ideen, Vorschläge Wort, also, in die Kommentare, ne? Okay, ich würde sagen, wir gehen rein. Seven vs. One. Auch das Intro fand ich geil. Es kann nur besser werden. Das ist die Devise. Digga, das ist Körperverletzung hier. Und genau das wollen wir natürlich auch sehen. Die Besonderheit ist, die Körperverletzung? Jetzt, die Teilnehmer, ja, sieben an der Zahl, starten als Gruppe. Mhm. Eine kurze Frage, wo ist Stefan? Der macht gerade Selfie-Aufnahmen. I don't think so. No. Hammer. Geil. Das hier ist absoluter Horror. Muss ich ganz offen sagen. Oh, wir haben Zahnbürste. Ganz wichtig beim Flugzeugabsturz. Langweilig. Digga, das ist einfach Schnee. Wo schickt der uns hin? Das ist Schnee. Hä? Ich hätte gedacht, das sind Fußbälle. Oh, ich hab Durchfall. Falls mein Schwanz sieht, bitte nicht auslachen. Der ist sehr klein, sehr kalt. Warte mal, wir trinken alle aus dem Fluss. Ich trinke jetzt ein bisschen was hier raus. Hä? Oh mein Gott, das schmeckt richtig lecker. Es ist hier um den Naja, wenn es schmeckt, ey, ich meine, Cartman hat auch seine Burger auf besondere Weise gemacht. Und kalt, ich habe schon Spuren gesehen. Losung von Hirsch. Manchmal redet er so um sich her, da weißt du gar nicht, redet er jetzt mit der GoPro oder meint er mich? Und möglicherweise Reh oder verwirrtem Schaf. Das gibt's alles hier, werden wir aber nicht jagen können, wir hier mit sieben Leuten sind. Ist eine leichte Katastrophe. Der nervt mich irgendwie. Und jetzt müssen wir einfach mal versuchen, einen Schutzraum zu machen. Hatte kurz überlegt, ihn irgendwie am Baum zu binden, aber das darf man nicht. Also das ist ein Hartlaubwald, da sind ganz, ganz kleine Blätter. Ich habe mir oben die Stellen angeschaut, das sieht jetzt nicht so über mir sich besser aus. Die ersten 3-4 Tagen gar nicht. Warum zum Teufel wurde er jetzt angebunden? Das funktioniert nicht. Nee. Das geht nicht. Oh mein Gott, Frauenkoffer vom Julia. Meine lieben Leute, Freunde und Gefährten, es folgt ein XXL Try-on-Haul, Teil Nummer 1. Ich finde es eigentlich ziemlich süß für den Sommer. Ganz wichtig beim Flugzeugabsturz. Mal ganz ehrlich, was ist das denn jetzt? Ah, Kicher gespielt. Das macht dann so den Eindruck, als wäre das ganze Projekt nicht so richtig ernst genommen worden. Dann kommen wir zu Teil Nummer 2. Das hier ist das nächste Kleid. Was ist beispielsweise, wenn ich nicht reinpasse? Ja, Pech gehabt. Das dachte ich mir auch gerade so. Ja, ich dachte, da wäre was. Es ist halt so, was willst du da machen? Aber, Mann, so du musst mit denen auskommen, was du findest, wenn das ein echtes Szenario wäre. Besser als nichts. Das Ding ist halt immer, wenn Spiele so aggressiv bei jedem richtig Werbung machen, dann, ich weiß nicht. Ich meine, was war mit Raid Shadow Legend? Bei jedem Werbung gemacht, überall Raid Shadow Legend, überall. Und das Spiel war einfach nur Kacke. Gut, machen wir weiter. Und die kleine Bitte, die ich an euch habe, einfach immer dran denken, wir haben hier Arbeit. Ein bisschen Werbung ist cool, übertrieben Werbung sagt mir dann wieder. Wir schleppen hier gerade Holz an und er macht gerade Bushcraft. Oha. Das ist richtig, aber Rauch. Du musst wissen, was? Rauch? Das Material, was ich hier benutze, ist K.
kalt. Feuerborn ist nicht ungut. Warum ist er da angebrannt? Aber gebrannt hat es gerade nicht. Also, hä? Das sind die Qualpen. Das ist aber nicht geglüht aus, egal. Ich habe das Gefühl, da nickeln sich so zwei. Aha. Ne? Vom Gefühl her. Was entwickelt sich aus dieser Situation? Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin Team Stefan. Ich sag's, wie es ist. Für mich hat er die bessere Aura. Ich will mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich will hier niemanden angreifen. Aber ich habe das Gefühl. Sag mal, das T-Shirt gepierst oder was? Twitter macht euch schon mal ready. Reddit auch. Aber ganz wichtig, es geht natürlich hier nicht irgendwie um Shelter bauen, Feuer machen, sondern es geht natürlich trotzdem um all die Elemente, die wir lieben. Trash-TV und vieles mehr. Soll ich Smalltalk machen oder was? Ich muss nicht unbedingt sagen, dass ich Trash-TV so liebe. Sonst würde ich RTL gucken. Hallo. Und wie geht's? Alles gut. Ich wollte dir einfach nur sagen. Weil es kommt auf den Art des Trashes an. Bei Prank Bros ist das schon wieder was anderes. Dein Humor gut finde Kevin und dein Style. Voll cool, danke. Gerne. Hugo, was soll das? Was aber glaubt, was allein schon, weil ich Trash-TV nicht so Fan bin, habe ich keinen Kabelanschluss mehr. Sonst würde ich hier den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen und nur Trash gucken. Komm, zusammen trennt sich wer. Man kann mit dir gute Gespräche führen. Hä, bist du dumm? Ist das ein Kompliment? Du bist sehr sportlich und du bist lustig. Ich hab Crush. Der meint das nicht ernst. Ich glaube, das passt nicht so richtig. Was? Was? Das war's jetzt? Ich war mir so sicher, ich hab das hinbekommen. Digga. Verunsichert. Wir haben hier einen emotionalen was Moment. Was geht hier ab, Leute, Alter? Bisschen Trauer muss ich auch mal. Digga, dass ich wegen so einer Scheiße so down gehst. Du hässliches Opfer. Hoffentlich stirbst du, Alter. Scheiße. Nein, ihr lacht gerade. Bisschen die Ernsthaftigkeit. Ich liege hier seit 5-10 Minuten. Oh ja. Ich kann nicht wieder aufstehen. Hugo, du Hurensohn! Ich erlebe. Oh, sehr nett, Mann! Ich nicht ernst, aber das brauche ich. Hinten raus nochmal, weißt du? Das klingt leicht anders. Es würde sogar Sinn machen, das Lager hierher zu verlegen. Da ist direkt der Wald, da ist der Holz. Das ist der Holz! Das ist frustrierend, dass mir einfach keiner zuhören will. Ich hab jetzt die Schnauze voll und jetzt, das reicht jetzt. Wir bleiben Freunde. Das sind schon zwei angebunden. Was geht hier ab, Alter? Vor den ersten dachte ich noch so an Asterix, der eine, der immer singen will, dem tun sie auch immer irgendwo anbinden und ins Maul zustopfen. Wir sind erwachsen, wir sind die Älteren. Ja. Du siehst, hier geht viel ab, ne? Also sorry, was ist das denn jetzt? Jim Kelly disqualifiziert. Mach aus. Was soll das? Das geht nicht. Also, ist jetzt ja, ist aber schnell da gespawnt. Weil Priorität 1 ist natürlich, dass die Teilnehmer einfach ungestört sind, davon nichts mitkriegen und ihr Ding machen können. Wir haben doch hier eine Aufgabe, dass wir vor allem die Schwächsten durchbekommen. Das bist du und das sind die Mädels. Und wir wollen hier die Unterkunft machen. 4 Tage Dauerbeschallung. Er hört ja seit 4 Tagen nicht auf zu reden. Das Ding ist, er hat eine Kacknacht gehabt. Selbst wenn er nachts aufwacht, fängt er an zu labern. Bitte sagt ihr doch mal. Besseres Thema haben die nicht, ne? Zum Beispiel, wie können wir uns jetzt befreien? Wir sind hier gefesselt. Aber okay, ey, so ist das im echten Leben auch. In welchem Team seid ihr? Ich finde es so spannend. Ich freue mich auch schon so auf die nächste Folge. Ja, keine Ahnung, Mann. Wie gesagt, ich habe die erste Folge nur geschaut und dann eigentlich nicht mal wirklich zu Ende. Aber vielleicht werde ich es irgendwann mal noch nachholen. Nein, ich schwör's dir. So ungefähr. Also. Und Zugriff. Oh. Okay, das war jetzt cool. Wie gesagt, ich will es bald jetzt nicht komplett verurteilen, weil ich habe nur die erste Folge weiß nicht, wie weit geguckt. Ich habe es nicht zu Ende geschaut, weil es halt so Big Brother und Dschungelcamp-artig war. Vielleicht ändert sich es ja noch und so. Aber wenn es ganz auf YouTube ist, vielleicht gucke ich es dann mal zu Ende und so. Mal sehen, aber jetzt gerade so von der 4. Staffel bin ich nicht so beeindruckt. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.